BMW steigert Umsatz von Elektroautos. Elektrische Fahrzeuge sind bei BMW immer gefragter. BMW zieht eine positive Bilanz des Sommerquartals. Der Autohersteller BMW hat in den letzten Wochen seine Quartalszahlen für den Zeitraum von Juli bis September veröffentlicht. In diesen drei Monaten erzielten alle Marken, die sich unter der Marke BMW versammeln, Verkaufszahlen von insgesamt knapp 600.000 Fahrzeugen. BMW blickt daher mit einem positiven Gefühl auf diesen Zeitraum zurück. Trotz der gestiegenen Preise aufgrund der Inflation scheinen die Kunden noch immer ein gestetiges Interesse am Kauf von Neuwagen zu besitzen. Diese neuen Zahlen erlauben es dem Autokonzern, die zukünftigen wirtschaftlichen Entscheidungen zu treffen, um das Unternehmen weiterhin auf diesem Kurs zu halten. BMW verdoppelt Verkaufszahlen von E-Autos. Eine Überraschung zeigt sich dennoch anhand des Quartalsberichts. Stark gefragt waren im Sommerquartal elektrische Fahrzeuge. In dieser Sparte ist es BMW gelungen, die Verkäufe nochmals um fast 50% zu steigern. Ein Grund dafür könnten die in den Monaten zuvor stark gestiegenen Preise von Benzin und Diesel an den Tankstellen sein. Zu diesem Zeitpunkt war zudem die Angst vor einem möglichen Blackout noch nicht so stark in den Medien vertreten, als es nur wenige Wochen später der Fall ist. Die Verkaufszahl an Elektrofahrzeugen betrug im Jahr 2022 bis zum Ende des Monats September 128.000 Fahrzeuge. Beliebt sind E-Autos inzwischen nicht mehr nur länger für den privaten Gebrauch, sondern dank längerer Reichweite pro Aufladung der Akkus auch für den Fuhrpark von Unternehmen. Die Autobranche erholt sich langsam von den vorherigen Lieferengpässen. In dem Quartalsbericht von BMW wird zudem festgehalten, dass die Hersteller inzwischen weniger unter den Lieferengpässen leiden. Die Lieferketten hätten sich wieder besser eingespielt oder es sei gelungen, Alternativen im näheren Umkreis zu finden. Dadurch müssen die Kunden weniger Wartezeit in Kauf nehmen, was für Käufer ebenfalls ein Grund dafür sein kann, um sich für ein Fahrzeug von BMW zu entscheiden. Vielen Dank, dass Sie reingeschaltet haben. Wir bleiben am Ball für Sie und über ein Like, ein Abo und einen Kommentar und ein Abo, das ist kostenlos, würde ich mich sehr freuen. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.